Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, umso mehr können wir, glaube ich, mit der Art und Weise leben, wie wir heute aufgetreten sind. Ich glaube, von Anfang an hat man gemerkt, dass wir uns viel vorgenommen haben. Das war natürlich auch die letzten Ergebnisse vergessen machen wollten. Und da waren wir von Anfang an wirklich aggressiv im Spiel, hatten natürlich erstmal den Schwerpunkt auf die Defensive gelegt. Wenn man in den letzten Spielen einiges an Tore kassiert hat, ist das normal. Man hat auch hier und da gemerkt, dass wir ein bisschen Zeit gebraucht haben. Aber wir sind auch schon in der ersten Halbzeit, auch mit unserem einfachen Spiel, mit vielen Chancen belohnt worden. Haben auch schon Möglichkeiten, die beste vom Jimmy mit dem Linksschuss nach dem Kopfball von Dominik Peitz, genauso nach der Ecke von Jan Mausberger, der knapp dran vorbeigeht, haben wir, glaube ich, eine gute erste Halbzeit gespielt. Haben eigentlich auch ordentlich weitergemacht. Klar, dass Düsseldorf dann zugelegt hat, trotzdem haben wir Anfang zweiter Halbzeit eine Chance gegen uns, wo es ein bisschen brennt. Ansonsten haben wir weiter sehr konzentriert Fußball gespielt und wirklich auch die Wege gemacht. Da muss ich die Mannschaft wirklich auch komplett loben. Naja, und dann kriegen wir den Freistoß rein. Und dann hat man natürlich gerade ein bisschen Schiss. Wir hatten vorher gute Situationen, auch noch mit Jimmy nach dem Schuss von Dimi Nazarov alleine vor dem Tor. Waren natürlich beste Möglichkeiten. Genauso nach dem Freistoß von Wallen. Super Freistoß, der auch im Moment nicht reinspringt, sondern wieder rausspringt. Macht man sich natürlich Gedanken. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, die Mannschaft gibt nicht auf. Weil ich wirklich auch gemerkt habe in dieser Woche gegen Ruck durch, dass wir wirklich aufgewacht sind. Und ich glaube, wenn natürlich dann auch ein Düsseldorfer das eingeleitet hat, was trotzdem ein Zeichen, dass wir wirklich es verstanden haben, worum es geht, und auch ganz wichtig für die Moral für uns, dass dieser Kampf, diese Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, einfach auch belohnt worden ist mit diesem Punkt. Allemal verdient, wie ich denke. Danke sehr. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.